Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück hier im Stream am Sonntag. Jiha! Scheiße. Wir gehen heute rein nochmal in den Supermarkt Simulator, da das ganz gut bei euch angekommen ist. So, ja, wo waren wir denn hier überhaupt dran? Wir haben ein bisschen Milch da. Eier, ja, sieht gut aus. Wobei wir könnten. Boah, wir haben 720 Tacken, Alter. Das ist natürlich herzallerliebst, aber wir wollten doch irgendwas kaufen. Wir kaufen Eier. Tee könnte man nochmal kaufen, Kaffee könnte man nochmal kaufen und Brot. Cornflakes. Komm, gehen wir nochmal die Cornflakes da rein. Dann noch zweimal Öl dabei. Und dann kaufen wir den ganzen Bums. Sonst haben wir ja nichts da, wenn die Kunden kommen, ne? Natürlich ein bisschen, ja, das muss so. Und dann stellen wir uns wieder hier hin und warten ganz genüsslich auf die nächsten Kunden. Übrigens, vielen Dank für euren krassen Support mittlerweile auf YouTube, Alter. Kurz, wirklich richtig, richtig geil. Und guck mal, da kommt doch auch schon die erste Kundin. Ah, Kartenzahlerin. Entspannter Rino. Kuss. So, oh, den guten, teuren Kaffee willst du haben. Das ist aber gewagt. So, nächste bitte. Ja, ihr könnt ruhig mehr kaufen. Das hier ist kein Wunschkonzert. Muss Geld Geld machen. Geld verdient. Geld. Ja, ist gleich eigentlich das Gleiche. Ganz kurz so. Die Leute auch sehen, was sie kaufen, damit sie die Preise noch ein bisschen genauer sehen. Oder dann sollte ich lieber das Licht auslassen. Damit sie die Preise nicht sehen. Och, wieder die Leute, die einfach keinen Respekt haben hier. Oh, mashallah. Wunderbar. So. Heute alle in weiß, ey. Was ist heute los? 32. Ich bedanke mich. Du kommst nur wegen Müslis. Natürlich. Ja, ich habe auch noch keinen Käse. Das Spielchen hatten wir letzte Folge schon. Das Einzige, was wir natürlich machen könnten, wäre schon einen Kassierer einstellen. Aber ich glaube, das macht bei dem Laden noch absolut gar keinen Sinn. Kaufe eine Erweiterung für deinen Supermarkt über deinen Computer. Hä, hab ich doch. Sonst hätte ich doch keinen Kaffee haben können. Ach so, Supermarkterweiterung. Das kann ich ja auch kaufen, stimmt. Aber sollen wir jetzt schon größer werden? Ich würde das Geld gerne erstmal sparen. 350 für den dritten Abschnitt oder ersten Abschnitt. Ist schon... Also... Wenn du mich fragst, würde ich ganz gerne erstmal ein bisschen den Sparfuchs betreiben hier, ne? Wie, die Milch ist zu teuer? Stimmt doch gar nicht. Das ist volle Lüge. Aber den teuren Tee, ne? Das geht dann wieder klar. Also Kassierer in so einem kleinen Laden will ich nicht sein, Alter. Ist ja übel langweilig. Alter, wegen drei Sachen. Ja, ich weiß, dass du den Käse nicht finden konntest. Gut, dann pass auf. Bevor mir die Leute noch mehr auf die Nüsse gehen hier, wirklich. Möbel. Das Ding gekauft. So. Seid ihr dann zufrieden, wenn ich dann endlich Käse habe? Ja, scheiße, dass das Ding jetzt leer ist, ne? Ja, okay. Die 4 Dollar. Ja, gut. Vielleicht können wir dann nochmal Mehl kaufen. Am nächsten Tag natürlich, ne? Das macht ja sonst keinen Sinn. Dreimal Käse, viermal Mehl. Das machen wir morgen in alter Frische. Wir haben so Minus gemacht. Wir hatten 720 auf Tasche und sind jetzt nur noch auf 538. Warum ist das denn so teuer? Oh, das sind 30 Cent. So, Alter, komm mal, komm down, Brudi. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich muss auch bald 18 Euro für Brot zahlen. Und ich muss auch weinen. Das ist eine Scheiße. So, Tag beenden. Ja, wir haben minus 111 Dollar gemacht. Natürlich nicht so geil, aber diesen Tag werden wir sogar noch mehr Minus machen, befürchte ich, weil wir jetzt eine Großbestellung nochmal machen.
damit wir endlich Mehl da haben. Weil sonst gehen die Mehl hier so dermaßen auf die Eier. Und Käse. Ganz wichtig, der Käse. Okay, vielleicht müssen wir die Aufteilung doch ein bisschen anders machen. Weil hier so dazwischen zu laufen ist nicht so geil. Die kaufen ja auch so, ohne dass ich den Gang so eng mache. So, dann will ich nicht mehr meckern hören, dass irgendwas zu teuer ist. Mach mal ein Guess. Einfach nur mal so, ob das funktioniert. Wir können es ja wieder ändern. So, ne? Das ist ja gar kein, ups, gar kein Problem. Jetzt kauf doch mal den guten Kaffee. Aber wir sind wieder gut dabei, ne? So langsam läuft's wieder. Hey, lauf doch nicht am Kaffee vorbei. Der gute Kaffee. Nimm den mit. Scheiße. Schwarzer Tee ist zu, schwarzer Kaffee ist zu teuer. Ja, okay. Mal einen kompletten Tag probieren. Ja, du siehst aus, als wenn du Kaffee haben willst. Der nächste Kunde kauft Kaffee. I guess. Für $20 übrigens. Ja. Digga, die Milch ist um 12 Cent teurer. Willst du dich verscheißern? Ich bin sofort da. Auch ein Kassierer hat mal Durst. Lassen Sie mich trinken. Kauf doch einer mal den dämlichen Kaffee. Komm schon. Ja, du. Na, ach nein. Das wird ja ein mehliger Abend. Hihihi. Ach komm. Es muss doch wenigstens einen geben, der das macht. Bitte. Okay, es wird keiner kaufen. Es wird absolut kein Schwein kaufen. Gut, ich würde auch keinen Kaffee für $20 kaufen, bin ich ehrlich. Oh, komm. Der Kaffee ist eigentlich die beste Einnahmequelle, so. Ja, da wird der Kaffee da. Och, Bro, ernsthaft, Alter. Es kauft doch sonst jeder Milch. Wenn du Milch haben willst, dann kauf dir die Milch. Verwaltung. Wachstum. Kaufen. So. Jetzt haben wir eine Erweiterung gekauft. Ich hoffe, die Firma dankt. Und so habe ich eigentlich ganz gut im Überblick, was noch zu kaufen ist, was fast leer ist und sowas. Wasser zum Beispiel ist komplett leer, das müssen wir morgen kaufen. Er hat das letzte Brot geholt. Gut, jetzt haben wir gleich eh Feierabend. So, von daher, alles to die. Ich brauche diesen Einräum-Dude. Der fehlt mir noch. Aber, bevor ich es wieder vergesse und morgen 3.000, 4.000 Rechnungen hier drauf habe, lieber mal schnell die ganzen Rechnungen bezahlen. Ja, Wasser ist leer, ist ja gut. Nee. Oder wir können. Ja, gut, wir können eigentlich auch trotzdem hier noch Wasser reinballern, ne? Ist eigentlich voll smart. Milch ist auch fast leer. Ihr wartet jetzt ganz kurz, ich habe hier Problemchen. Die Sachen gehen doch schneller leer, als ich gedacht habe. 33. Ja, ich habe doch gerade aufgefüllt. Da hättest du nochmal dich umdrehen müssen und gucken müssen. I'm sorry, dass ich nicht so schnell bin. Ich bin alleine hier, also heul nicht rum. Ja, du gibst doch richtig Cash, oder? Ja, Fetzigen, Alter, nice. Sind die Einkaufskosten für morgen wieder absolut drinne, sag ich. Was? Oh. Diggi, du bezahlst mit Fufi? Alter, dich zieh ich ab, Alter. Warte mal ganz kurz. Ha! Die Frechheit. Darf ich endlich Feierabend machen, Alter? Also ich will kein Kassierer sein, ehrlich nicht. Mir die ganze Zeit irgendwie anzuhören, ich hab das nicht gefunden, ich hab das nicht gefunden. Das würde mir so dermaßen auf den Zeiger gehen. Alter, okay, James Bond. Holy shit. Willkommen in meinem Laden, Alter. Oder nee, Man in Black, Junge, Man in Black. Eigentlich, wenn sie schlau wären, könnten sie jetzt einfach die ganze Scheiße von draußen klauen, ne? Macht aber keiner. Es kommt keiner auf diese Idee. Ich hätte schon längst alles eingesackt, Alter. In der Sackkarre hier hingefahren, alles weggenommen. Erinnert mich so ein bisschen an die
Wenn die Rentner-Fraktion, die dann einkaufen geht, die vor euch stehen, die ist erstens mit dem ganzen Kleingeld und die dann auch noch so Sachen bringen, sobald mal kein Preis dann steht oder sowas, dann ist es ja wahrscheinlich kostenlos, hä? Junge, Junge, Junge. Maul. Einfach Maul. Vor allem die dann noch so übertrieben über ihre eigenen Witze lachen, ne? Also ich irgendwann mal so ein Rentner bin, Junge, dann gebe ich einweisen. Alter, wir haben die ersten 1000. Ohne Kredit. Ohne einen Kredit aufzunehmen. Natürlich. Jetzt sag mir bloß, ich habe den Kaffee nicht gefunden. Boah, 60, Junge. Das ist nice. Jawohl, ja. 45. Es muss doch mal einer hier 100 oder sowas ausgeben. 49, Junge. Jetzt geht's aber richtig los. Na, der ist nicht so gut. Oh, doch, 45er. Alles gut. Boah, zum Abend hin, Alter, da geht's richtig hin. Ja, der will 6 Dollar zurück. Zum Abend läuft der Laden. Guck mal, ja, drei Leute gleichzeitig hier. Für jeden, der jetzt hier hinkommt, nur eine Sache holt und dafür Fuffi gibt oder sowas, nimmt sich einen Euro ab, Alter. Einfach aus Prinzip. Boah, Alter, 1500. Wir haben einfach so abgerippt heute. Holy shit. Alter, wir machen so richtig. Wir ziehen den Leuten so das Geld aus der Tasche. Das ist der Wahnsinn. Aber scheiß drauf. Digga, ich hab eigentlich schon Feierabend. Ihr kommt immer wieder. Aber euch nehme ich noch. Euch nehme ich noch mit, Junge. 49, so will ich das sehen. Naja, gut. Ach, 18 geht noch. Geht noch. Ist okay. Oh, Fuffi, Alter. Einfach Fuffi dagelassen. Kuss. So. Jetzt können wir erstmal nochmal richtig fett einkaufen gehen. Wir haben Open. Let's go. Okay. Ja, okay. Ich hoffe, ihr bringt mir gut Geld ein hier. Aber so aber nicht. Warte auf die eine Person. Nee, du bist definitiv nicht. Du bist es leider auch nicht. Die Sachen für. Also, die eine Sache kauft, aber mir viel zu viel Geld gibt. Ja gut, 5 ist okay, da meckere ich nicht. 34, dankeschön. Wo ist diese eine Person, die Sachen kauft für... Ja, wie? Eine Sache kauft und mir aber 100 Dollar gibt oder sowas. Wo ist diese Person? Aha! Aha! Rache! 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 Du kriegst das in Centstücke zurück! Jo! Ich hoffe, du lernst raus. Alter, was habt ihr denn so mit Käse auf einmal? Yep, das passt, das ist okay so. Ja, gut, 1 Dollar, komm. 1 Dollar ist völlig fein für mich. Aha, hey. Na, alles gut? Dich verarsche ich nicht, alles gut. Ich zieh das jetzt durch hier. Du kriegst das alles in 10 Cent Stücken wieder. Du lernst da draus. Du dämlicher Idiot. Ich kauf Sachen für 19 Dollar. Muss aber 100 Dollar geben. Du wartest jetzt, ist mir scheißegal, ob mein Laden zugrunde geht. Oh, fuck it. Ja, da geht noch was. Oha. Okay, wie schnell kann ich klicken? Holy shit. Dreierklick. Abby.
Gott, das tut schon weh. Ah, das geht doch fix hier. Alter, ich zieh das durch. Ist gar kein Thema, Brudi. Kurze Pause. Ja, es sind ja doch. Es ist doch los. Ich muss das anders da regeln, warte kurz. Bin gleich soweit. Nur noch 10. Oh Gott, das tut weh. Das tut weh. So, mein Freund. Ich hab's passend. Das nächste Mal gebe ich dir alles in ein Cent-Stück wieder. Alter, ich sehe so viele Leute. Die kommen aus der Wand schon raus. Ich bin überfordert. Leck mich am Arsch. Am Glück, dass ich das gerade schon mal durchgezogen habe. Und dann lieber die Kartenzahler. Alter, ich würde lieber hier so ein Schild aufhängen. Bitte nur mit Karte zahlen.